Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2. Ja, wir sind hier mitten im Kampf, denn das Fort der Dreifaltigkeit wird gerade von Gegnern gestürmt. Ihr seht's da hinten, es sammeln sich jede Menge Gegner vor dem Tor und ich musste mich zurückziehen. Ne? Ich wurde auch bereits angegriffen, bin dummerweise einmal gestorben, während ich die Folge bearbeitet habe, die ich gerade aufgenommen habe. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich das zweite Tor hier schließen, damit diese ganzen Gegner hier nicht eindringen können. Ja, es ist höchste Zeit. Nicht, dass nochmal so ein Missgeschick passiert. Ja, das kann mal passieren. In der Instanz zu splitten war nicht gerade sehr schlau. Aber meine Güte, so ist es jetzt halt gekommen. Ja, Traherne ist auch noch hier. Und sie dringen durch die Baumauern. Als wären sie nix. Sie können sich natürlich aus den Schatten irgendwie her teleportieren. Wir müssen das Unterwassertor sichern. Oh, es gibt auch noch ein Unterwassertor. Ja, herrlich. Herrlich. Auch das müssen wir jetzt natürlich noch schließen, damit wir hier genügend abgeriegelt sind. Obwohl ich mich frage, was bringt das denn, wenn sie eh durch die Mauern durchkommen? Na gut. Es hilft zumindest ein bisschen. Hoffe ich doch zumindest mal. Oh, hier sind schon weitere Untote, die hineingedrungen sind. Wahrscheinlich gerade eben durch dieses Unterwassertor. Befürchte ich doch fast. Ja, dann gilt es jetzt auch die hier noch zu besiegen, so gut es geht. Ja, und das funktioniert ganz einwandfrei. Sehr schön, sehr schön. Traherne musste gar nicht großartig helfen. Hier sind auch schon die Hebel. Die werden wir jetzt noch rechtzeitig erreichen, hoffe ich, bevor weitere Feinde eindringen können. So. Und noch den letzten. Sehr schön. Auch dieses Tor schließt sich. Oben. Und ja, auch das Unterwasser. Sehr gut, sehr gut. Wenigstens das funktioniert reibungslos. Aber durch diese Riesenlücken können doch weiter Feinde eindringen. Ja, nicht so wichtig, nicht so wichtig. Wir müssen jetzt weiter. Und der Drachendiener ist auch immer noch hier. Na, klasse. Wie, was? Die haben die Asura-Portale eingenommen. Na toll, was sie damit jetzt wieder anstellen können, will ich auch erst gar nicht wissen. Wir müssen schnellstens dahin, aber wir können natürlich die Untoten hier nicht gewähren lassen. Die müssen wir erst noch kurz erledigen, bevor wir weiterziehen. Ja, ich muss sagen, wahrscheinlich hätte die ganze Instanz auch wirklich nicht in eine Folge gepasst. Also ist es eigentlich legitim, dass ich das hier jetzt halt gesplittet habe. Wenn ich die übliche Folgenlänge einhalten möchte, also seid ihr mir da hoffentlich nicht böse, dass ich das jetzt einfach so gemacht habe. Gut, wir müssen so schnell es geht vordringen zu den Asura-Portalen und gucken, dass wir da etwas Ruhe und Ordnung schaffen. Oh, die Luft, wie sie wabert. Alles ist dunkel geworden und der Nebel, der grünliche, zeugt richtig davon, wie verpestet und ungesund das hier ist. So, hier sammeln sich auch schon unsere Truppen. Oh Mist, sie haben die Kugel. Ach so, ach Mist. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn sie jetzt die Kugel auch noch mitnehmen würden. Sprengstoff, wir sollen die Türe aufsprengen. Okay, okay. Da hinten scheint der zu sein. Dann packen wir uns mal was davon. Ja gut, dann haben wir zumindest das, was wir hier brauchen. Es ist ein großer Vorrat an Bomben vorhanden, der nur darauf wartet, eingesetzt zu werden. Gut, dann nehmen wir eine Bombe und gucken, dass wir die so schnell wie möglich hinlegen, bevor sie noch in unseren Händen explodiert. Das wäre sehr ungesund. Leute, Leute, ich würde sagen, ihr geht hier mal weg. Ne? Das ist sonst nicht gesund. Schnell, schnell, die geht gleich in die Luft. Leute, na gut, es scheint ihnen nichts gemacht zu haben. Wir müssen so schnell wie möglich hier hereindringen und die Kugel zurückerobern. Eure Kugel, eure Feste und eure Asura-Portale gehören uns. Tun sie nicht. Ich werde sie zurückerobern. Dann könnt ihr gar nichts dagegen machen. Na gut, zumindest greifen sie uns an. Das tun sie dagegen, aber es wird euch nichts nützen. Ich bin hier nicht alleine. Wir können euch gleich mal hier zu... Wie viel? Naja, zumindest Traherne ist noch bei mir. Besser als gar nichts. Aber ansonsten, ja, stimmt. Scheinen es wirklich nur Gegner zu sein, die aussehen wie Wachsamrecken. Ja, da hatte der Asura ganz recht. Aber dennoch müssen sie natürlich besiegt werden. Ja, sieht das hier unheimlich und ungemütlich aus. Oh, jetzt verwandelt sich der Orianer hier zurück in seine urtümliche Gestalt, die eines Orianergeistes. Ja, aber es nützt ihm nichts.
Wir konnten die Kugel zurückerobern, da ist sie. Ah, und jetzt soll ich sie in die Halterung legen, alles klar. Damit wir hier von den Untoten geschützt sind. Ja, warum haben sie denn das nicht schon vorher getan? Wenn das so einfach möglich gewesen wäre, wäre dieser ganze Angriff hier ausgeblieben oder zumindest erheblich abgeschwächt worden. Na gut, besser spät als nie. Und ich würde sagen, ich beeile mich auch hier ganz gewaltig. Rein mit dir, du Kugel. Oh, und das sendet sie offenbar ihre Kraft aus. Oh, der grünliche Nebel ist mit einem Schlag weg. Und es wird wieder etwas heller, auch wenn es offenbar inzwischen Nacht geworden ist während des Angriffs. Gut, gut. Es geht nun darum, das Fort zurück zu erobern, wie wir hier schön mitgeteilt bekommen haben. Also nichts wie zurück. Ab zum Gegenangriff. Los. Ja, und da werden die Untoten auch schon kräftig geschnetzelt. Es sind ja doch noch eine Menge überlebender Pakt-Truppen, die hier kämpfen. Da hinten sind noch Gegner. Aber auch die sind erledigt. Wir mussten gar nichts dazu beitragen. Man hat allerdings das Tor hier wieder geöffnet. Jetzt geht es darum, den Hafen wieder zurückzuerobern. Ja, da stürmen wir jetzt gleich mal an der Spitze heran. Und gucken, dass wir unterwegs noch ein paar Soldaten wiederbeleben, damit die auch gleich mithelfen können. Solange noch keine Feinde da sind, ist das ja kein Problem. Los, genau, helft mit zu beleben. Und da kämpfen schon die ersten Recken gegen den Feind. Da stürzen wir uns auch gleich mitten rein. Genau, gehen wir mit gutem Beispiel voran und sorgen dafür, dass hier die Untoten ihr blaues Wunder erleben. Ja. Jetzt werden wir euch zeigen, wem dieses Fort hier gehört. Jetzt seid ihr nicht mehr so mächtig, wo die Kugel in ihrer Halterung ist. Ohoho. Schön, schön. Das funktioniert hier wirklich einwandfrei. Ich belebe hier auch weiter unsere Truppen wieder, damit wir immer genug Leute haben. Ja, ich weiß, es wäre nicht unbedingt nötig. Aber wenn wir schon können, warum sollen wir nicht? Da kommen auch schon die nächsten Untoten heran. Kriegen aber schön ihr Fett weg. Natürlich, unsere Truppenzahl jetzt deutlich höher als der Gegner. Auch wenn die hier immer noch angesprungen kommen und aus dem Nebel treten. Ja, das wird nicht mehr lange möglich sein. Die Kugel säubert hier in der Umgebung offenbar alles, was in der Nähe des Forts ist. Und das bekommt den Untoten hier überhaupt nicht gut. Die stellen sich gerade alle irgendwie gegen mich. Aber ich habe kräftige Unterstützung. Es kommen immer mehr von unseren Truppen hinterher. Und es scheint für die Untoten selber immer schlechter zu stehen. Kämpfen gerade mal noch die letzten Untoten, die übrig geblieben sind. Und da ist es auch schon geschafft. Jawohl. Vor über 100 Jahren ist Orr versunken. Geplündert, verdorben und verwüstet von einem Drachen. Er ist die Krankheit, die Tyrias Herz zerfrisst. Das Vor ist das Symbol unserer Entschlossenheit. Ein Zeichen der Einheit gegen die Drachen. Von hier nimmt der Sieg seinen Lauf. Mit Stahl und Feuer zerreißen wir die Nacht, bis ein neuer Tag anbricht. Unser Sieg beim Vor wird der Welt zeigen, dass wir die Drachen schlagen können. Wenn wir bereit sind, zeigen wir, dass der Feind auch im tiefsten Orr verwundbar ist. Stürmen wir die Drachenhöhle im Herzen Orrs. Greifen wir Ara an. Zerstören wir Saitan, bevor die Verderbnis uns alle befällt. Die Schlacht ist aus. Triumph ist möglich. Doch der Krieg ist lang. Ja, eine schöne kleine Ansprache, die Torhörn hier hält. Ich bin froh, dass wir die Aufmerksamkeit des Drachen haben. Ich will, dass Saitan die Namen und Gesichter derer kennt, die ihn bezwingen werden. Oh ja. Fürs Erste ist das Vor sicher. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich unsere Aufmerksamkeit gern Apatia zuwenden. Sehr gerne, unbedingt. Vielen Dank. Ich weiß, dass sie noch irgendwo in der Kreidstadt ist. Sie hat uns bei der Sicherung der Kugel geholfen. Wir schulden es ihr, sie daraus zu holen. Der Meinung bin ich absolut. Ich mache hier alles fertig und sammle einen Rettungstrupp. Wir treffen uns bei den ruhelosen Tiefen. Ah, also geht es jetzt wieder zurück in die Mahlstromgipfel. Alles klar, alles klar. So, wir haben also die kleine Ansprache von Traherne gesehen. Ja, es ist jetzt in unserem Interesse, eben diese
dieses Fort hier zu halten und mit den ganzen Truppen, die wir hier versammelt haben, dieses Ohr und Zaitan selber zu stürmen. Warum benutze ich immer wieder meinen Zweier-Skill? Was ist jetzt hier los? Ah, der ist wahrscheinlich auch in der Zwischensequenz hängen geblieben. Das dürfte sich aber jetzt hoffentlich erledigt haben. Jawohl, genau. Kein Problem mehr. Oh, was haben wir denn hier? Edelsteine bekommen wir. Kann ich die denn einlagern oder sind die an uns gebunden? Ich glaube nicht. Dann nehme ich, denke ich, den Rubinkristall. Der wäre im Zweifelsfall auch der nützlichste für uns, glaube ich. Ja, doch. Und Beutelchen kriege ich auch wieder. Und natürlich ein ordentliches Stück EP. Sehr schön, sehr schön. Mal einlagern, was geht. Der Kristall geht nicht. Ist aber nicht tragisch. Ich gucke mal, was in den Beutelchen ist. Da war ja bei den letzten auch das Schwert dabei. Insofern kann da gut was Hübsches drin sein. Ja, Erntesicheln sind schon mal nicht schlecht. Sind zwar nur Mithril, aber besser als nichts. Die können wir auch noch eine ganze Weile benutzen. Na gut, jetzt haben wir 2 Stacks davon. Das ist jetzt nicht gerade ideal. Aber meine Güte, was soll's. Einen Helm bekommen wir auch. Der ist allerdings schlechter als unser exotischer Helm. Ja, leuchtet auch irgendwie ein. Der Speer ist besser als unserer. Aber ich glaube, wir hatten noch einen schlechteren. Streitkolben ist auch schlechter als unser Schwert. Ich möchte eigentlich jetzt nicht mit Schwert und Streitkolben spielen. Nein, eigentlich eher weniger. Deswegen zerlegen wir mal kurz, was wir auf keinen Fall brauchen. Das sind auch die Stiefel. Das sind ja unsere alten Stiefel, genau. Die können auch weg. Dann die Zweihänder, den Streitkolben. Können wir alles zerlegen. Auch der Helm war doch schlechter, oder täusche ich mich jetzt? Doch, ist er. Also auch weg mit dir. Und den Speer gucke ich mir mal noch kurz an. Nein, hier beim Heldenmenü, selbstverständlich. Gleich mal nachsehen, ja. Da haben wir nämlich einen gelben und einen grünen Speer. Ne, 2 gelbe Speere, alles klar. Der hier ist etwas höher, ein Level höher. Macht aber dementsprechend etwas mehr Schaden. Deswegen wird der hier ersetzt. Obwohl der die besseren Werte hat. Aber der hier, der neue blaue, hat auch keine schlechten Werte. Ja, ist jetzt auch nicht gerade der Mordsunterschied, was die Schadenszahlen angehen. Aber etwas besser hilft halt dennoch immer ein bisschen. Deswegen kommst du mal hier rein. Sehr schön. Zumindest etwas, was uns ein wenig genützt hat. Gut, gut. Ja, wie gehen wir denn jetzt weiter? Die Geschichte ist wirklich immer noch nicht zu Ende. Jetzt geht es natürlich noch darum, Apatia zu retten. Die gute Apatia, die sich so sehr aufgeopfert hat. Kann ich den eigentlich auch zerlegen? Ich glaube, ja. Ja, geht auch. Und ich kriege wieder jede Menge Sigille und Runen zurück. Das ist ja nicht mehr normal. Aber gut, es soll uns nicht stören. Gut. Wo war denn das noch gleich? Ich werde das auch nicht mehr in der Folge machen. Ich muss auch erstmal die Instanz hier verlassen. Nicht betreten, verlassen eben. Damit wir dann noch ein wenig uns umsehen können, was hier noch so ansteht. Noch haben wir ein wenig Zeit für die Folge. Und wenn ich das hier so sehe, ich hätte die Instanz wohl doch in eine Folge packen können. Meine Güte, haben wir das eben nicht hingekriegt. Oder ich habe es nicht hingekriegt. Tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Aber das alles zu organisieren ist nicht immer so einfach. So. Das Tor da hinten ist jetzt immer noch defekt. Dank unserer Bombe. Und ich frage mich, warum der Ausgang hier ist. Meine Güte. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht tragisch. Ich denke, wir werden uns hier noch ein wenig umsehen. Ich habe hier einiges aufgedeckt. Da können wir doch mal gucken, was wir hier noch so haben. Gut, okay, nee, so viel ist das nicht. Wir haben hier Speer. Die sind jetzt allerdings nicht mehr für Herzquesten gut, sondern nur noch, ja gut, nur noch. Sie sind noch gut, um die verschiedenen Wege zu zeigen, die uns dann in die nächste Karte führen. Oder zu den Ohrtempeln zum Beispiel. Hier gibt es Tempel, die auch so eine Art Weltboss-Event sind und wo man sich, wenn man sie hält und erobert hat, ganz nette Sachen kaufen kann. So, und ich würde sagen, bevor wir hier jetzt wieder zurückgehen zu den Malstrom-Gipfeln und da vielleicht noch die eine oder andere Quest erledigen oder das eine oder andere tun, werde ich noch hier die Wegmarke holen, die da oben noch ist. Noch ein wenig Kartenerkundung bis zum Ende der Folge und dann werde ich in der nächsten Session mich dann um Apatia kümmern. Ja, das liegt mir, wie gesagt, wirklich am Herzen, dass wir die Gute so schnell wie möglich wieder befreien.
und hoffen, dass hier wirklich nichts passiert ist. Oh, ich könnte nicht mehr mit mir leben, wenn dir jetzt wirklich was passiert ist. Oh nein, Apatia, nicht doch. Dann werde ich deine Stimme vermissen, so unwahrscheinlich das auch klingt, aber dann werde ich die Stimme vermissen. Naja, wir hoffen mal noch das Beste. Nehmen hier noch ein paar Kräuter mit, wenn sie schon da sind. Werden wir natürlich nicht auf sie verzichten. So, hier ist noch mehr. Jede Menge hat es hier. Hier ist Ohr noch einigermaßen grün. Das wird aber das letzte Grün sein, das wir hier in Ohr zu sehen bekommen. Ab dieser Meeresenge, das heißt ja auch Meerenge der Verwüstung, hier ab dieser Linie ist dann wirklich nur noch totes Land. Das hier ja auch alles der Teil, der unter Wasser gelegen hat. Und dementsprechend sieht es dann auch aus. Da bin ich schon ganz gespannt darauf, wie ihr das dann findet. Wenn ihr es noch nicht kennt, werdet ihr da einiges zu sehen bekommen. Sehr abstruse, sehr abstrakte Dinge. Aber auch hat durchaus auch seine Schönheit. So, gut. Mehr gibt es ja gerade nicht hier zu tun. Mehr habe ich noch nicht aufgedeckt. Also einfach wirklich nur das vor. Und das war's dann auch. Ja, die Karte eigentlich auch genau in unserem Level. Na gut, okay, am oberen Ende des Levels 75 sind wir inzwischen. Gut, ich würde mal sagen, ich porte mich hierher zurück, wo wir die Session auch angefangen haben. Das ist, denke ich, die Wegmarke, die da, wo da in der Nähe noch am meisten zu tun ist. So, wir kommen hier auch gleich wieder raus, wo wir angefangen haben, genau. Und jetzt glaube ich, werde ich erstmal ein paar Dinge verkaufen und auch meine Rüstung reparieren. Ja, meine Nachlässigkeit hat mich ein bisschen Rüstungshaltbarkeit gekostet. Aber ja, darüber muss ich ja jetzt nicht noch weiter reklamieren. Das ist nun mal passiert. Schwamm drüber. Noch zur Rüstungsreparatur. Und dann würde ich ganz gerne diese Herzquest hier erledigen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... reparieren und nicht verkaufen. Dankeschön. Ist alles wieder okay. Die Rüstung ist wieder in Stand. Gut, und wir sollen uns ja hier verkleiden lassen. Wir haben ja auch schon bei einem Event hier durch den Agenten gesehen, der das anstellen würde. Oh, da hinten scheint wohl gerade der Golem Mark II zu laufen. Ja, okay. Den können wir früher oder später vielleicht auch noch machen, wenn wir Glück haben. Aber ich bezweifle es doch eher, dass wir da noch großartig dazu kommen. Aber wir lassen das einfach mal auf uns zukommen. Wie gesagt, die Story-Instanz werde ich erst das nächste Mal angehen. Aus dem einfachen Grund, weil ich das gerne dann wirklich wieder in einer Folge machen würde. Soll ich wieder die Artischocken abbauen gehen? Dann muss ich aber den Troll wieder besiegen. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht schon wieder tun. Das haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Das werde ich dann vielleicht nach der Session noch machen. Je nachdem, wo wir dann sind. So, wir haben ein Problem. Die Kreid und die Auferstandenen halten sich alle in einem Gebiet auf. Aber sie kämpfen noch nicht gegeneinander. Ja, das werden wir jetzt ändern. Gebt mir eine Verkleidung und ich stachele sie auf. Genau das ist ja der Sinn davon. Wir sollen uns hier verkleiden in einer Untote und die beiden gegeneinander aufbringen. Die beiden Gegnertypen. So. Und jetzt können wir uns das ja so denken, bevor wir hier Apatia zurückholen, können wir ja ein wenig die Kreidfestung hier erkunden. Ja, und das machen wir am besten, indem wir uns gleich mal den Aussichtspunkt holen. Genau. Der ist hier auf diesem größten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie man hochkommt. Ich glaube, wir müssen hier diesen Aufgang nehmen, damit wir da irgendwie hingelangen. Und ich werde die Kreid da erledigen. Und dann am Ende hin noch die nötigen erledigen, um die Quest abzuschließen, die Herzquest. Mal sehen, wie weit wir kommen, wenn wir uns hier hochkämpfen müssen. So, hier haben wir ja schon einige Kreid zu erledigen und kämpfen nun erstmal als Untote. Ja schön, auch mal was Neues. Muss ich mich dann mal vielleicht ein bisschen genauer ansehen. Wobei, ich weiß ja nicht, ob ich das so wirklich will. Oh, ich mag diese Kreid nicht. Und wir bewegen uns auch genau gleich. Klar, das Modell ist nicht anders als bei anderen Untoten. Ja, doch. Sieht doch ganz ordentlich aus. Noch ziemlich menschlich. Mal von den unheimlichen Bewegungen abgesehen. Oh Mist, jetzt habe ich die Waffe aus Versehen gewechselt. Aber zu meiner Verteidigung, das ist mir jetzt doch schon eine Weile lang nicht mehr passiert. So. Schon ist das Ganze auch wieder umgeschehen. Wir können den Waffenständer hier noch erledigen, obwohl das eigentlich mehr oder minder unnötig ist.
Die kriegen, denke ich, auch so genug Kreid zu Gesicht, die, um die Quest dann auch dafür zu beenden. Na gut, machen wir es mit den Vorräten hier trotzdem auch noch. Wenn wir es schon angehittet haben, wäre es ja schade, würden wir die Sache hier nicht beenden. So, Vorräte ebenfalls zerstört. Müssen sich die Kreid jetzt neues Essen holen? So, es kann aber weitergehen. Ich glaube, ich muss hier lang. Ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch. Warte mal, aber das... Doch, das führt da hinüber. Müsste hinüberführen. Zumindest laut Minimap geht das hier schon durch. So, und so viele Wachen sind hier oben doch eigentlich gar nicht. Ich meine, das waren bisher zwei Kreids und wir sind schon recht weit in die Feste vorgedrungen. Ja, gute Chancen, Apathia dann zu finden und befreien zu können. Wie die Untote läuft. So herrlich, so herrlich. So, da vorne scheint es aber dann doch mehr Kreid zu haben. Und was haben wir hier? Oh, Champion Kreid. Das ist alleine wieder ein Ding der... der eher Unmöglichkeit, würde ich schon fast meinen. Zumindest für unsere Wiedergängerin hier, die noch nicht 80 ist und noch nicht top ausgestattet, dürfte das wohl ein etwas zu schwerer Akt sein. Aber wir können mal gucken, was hier noch so ist. Eine Veteranenkreid, das muss jetzt auch nicht sein. Ich versuche einfach mal so hoch wie möglich zu kommen, um dann hier diesen Aussichtspunkt, an diesen Aussichtspunkt zu gelangen. Der muss noch höher oben sein, noch weiter oben sein, also sind wir hier schon ganz richtig. Hoffe ich mal. Hoffe ich zumindest mal. Gut, und die Veteranenkreid sind doch ganz gut zu besiegen. Zumindest bis jetzt scheint das hier kein Problem zu sein. Ja, da verliert er Lebenspunkt um Lebenspunkt. Wir hauen da kräftig auf ihn ein. Wenn auch sehr lange. Aber ich denke, die dürften dann auch für die Quest etwas mehr Fortschritt bringen. Jetzt hat er uns umgeworfen. Das hat uns dann doch einiges an Lebenskraft gekostet. Oh nein, das war dumm. Das war sehr dumm. Ich bin hier mit dem Skill runtergesprungen. Und na gut, wir kommen weiter hoch. Wir kommen scheinbar hier weiter hoch. Jetzt muss ich mich aber heilen. Nein, was habe ich denn jetzt alles gezogen? Oh, ich sollte vielleicht dann zur Not den Rückzug antreten. Wobei, warte mal, das sind glaube ich doch nur zwei. Alles gut, das dürfte sich noch erledigen lassen. Aber was mache ich denn? Was mache ich denn auch für einen Blödsinn? Das war wirklich alles andere als schlau. Ich habe irgendwie so das Gefühl, diesen Aussichtspunkt kriegen wir nicht so. Den kriegen wir hier oben nicht wirklich so, wie ich das gedacht hatte. Und die Zeit schreitet auch immer weiter voran. Ich habe hier zu sehr getrödelt, aber ich möchte den Aussichtspunkt eigentlich schon gerne haben, bevor ich die Folge beende. Ich muss dann gucken. Vielleicht finden wir auch hier irgendwo einen sicheren Ort, wo ich mich hinstellen kann und wir das nächste Mal dann weitermachen können. Ein sehr außergewöhnlicher Punkt, um die Folge zu beenden. Zugegeben, aber hey, so ist es nun mal manchmal. Kann man sich nicht immer aussuchen. Gut. Erledigen wir noch die Vorräte. Ich glaube, ja, das ist hier ziemlich zwecklos, noch weiter zu versuchen, denn, wobei, hier geht's dann wieder hoch. Dann gehe ich besser mal auf den Balken hier, um in Sicherheit zu gelangen. Und etwas blöd ist jetzt halt, dass unsere Lebensenergie nicht wiederhergestellt wird. Das liegt daran, dass der Veteranenkreid wohl immer noch im Kampf ist. Na gut, na gut. Liebe Leute, dann verabschiede ich mich aber jetzt dennoch von euch. Wir machen hier das nächste Mal weiter und versuchen an den Aussichtspunkt zu gelangen und die Kreidhochburg weiter zu infiltrieren, bevor wir uns dann um Apathia kümmern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.